Ethan's not here. Hmm. Why not talk, Kimari? Not see Yenke for 10 years. Say something. Kimari forget Yenke? Forget Biran? Leave Kimari, Yenke. Kimari is small, Ranso. Kimari so small, can't see Yenke and Biran's faces. Kimari forget Ranso friends? We taught you much at time of Hornmold. Biran taught Kimari to be strong, Ranso. Maybe taught too much. Take him on. Outside, the tournament's starting, you hear? That's the game! Today, on this glorious day, players from all over Spira have assembled here to participate in this great contest of bravery, skill, and strength. All of these fine teams, equally renowned, deserve to win the cup today. Such is the nature of this contest. Let us, the spectators, play our role accordingly. Let us sing to the glory of the winners and applaud equally the valor of the defeated. Contestants, may Yevon be with you. Kimari! Yuna's gone! Das ist aber nicht schön, dass Yuna jetzt einfach so flöte gegangen ist. Ist das Mädel schon wieder hingerannt? Where in Spira have you been? Gar nichts. Huh? Yuna's been kidnapped by the Al-Bed Sykes. In exchange for her safe return, they want the Aurochs to lose. What? If they're only blitzball players, I doubt they'd do anything drastic. But we shouldn't take chances. Let's go get her. I'm going too. This'll be no problem. They're telling the Aurochs to throw the game, as if they needed to. I mean, how good a team can they be? Waka said the same thing. He'll take care of the game. We should go get Yuna. The Albed boat is in Dock 4. Let's go. Pier Nummer 4. Okidoki. Dann gehen wir mal zu Pier 4. Was sich auf Deutsch reimt. Bei Dock 4 reimt sich's nicht.
Aber Pier 4. Wäre gelacht, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen würden. Treten wir den mal kräftig in den Allerwertesten. Einfach Yuna zu entführen. Das ist es. Darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, ein Chibi-Ronzo. Ein Mini. Ronzo, der genauso, fast genauso groß ist wie Tidus. Ah ja. Kleine Mini-Viecher. Wow, what are they? Ancient Machina salvaged by the Albed. They are mostly vulnerable to. Ja, mit. Stromzauber. Autsch. Autsch. Ja, komm. Bumm. Blitz, du gehst aber auf den, der noch keinen Schaden bekommen hat. Hör mit dem Mini-Kaktor. Na, kriegst du die Muffe? Hab ich nicht noch irgendwelche Blitzschwerter im Inventar? Wird jetzt helfen. Okay, Mario und Lulu, beide Spiro-Level up. Muss ich mal gerade selber gucken. Hab ich... Kälteschlagangriff plus 3. Nein. Feuerlang. Ah, der hat nur Hitzeschlag. Ach, egal. Ach ja, Wacker wegen Ability Spheroid. Wir brauchen ganz, ganz dringend Ability Spheroiden. Noch mehr von den Viechern. Die haben sich ja verdammt gut abgesichert. Komm her! Lass Lulu in Ruhe. Ihr wisst nämlich genau, sie ist gefährlich, was? Okay. Möge dir der Schock deines Lebens in deinen metallenen Metallarsch fliegen. Und Tades macht den Rest. Ekstase-Typ Kampfgeist. Oh, das ist natürlich vorteilhaft, weil dann wird die Ekstaseleiste erhöht, wenn man Gegner Schaden zufügt, anstatt selber bekommt. Ja, sonst haben sie alle noch Askese. So, ein Käse. Käsekacke. Noch mehr. Ja, da haben wir es auch gesehen. Unsere Ekstaseleiste füllt sich. Und wir kriegen ja nur neue Ekstase-Techniken, je häufiger der gute Tidus hier seinen Salto-Hieb einsetzt. Von daher dauert das noch ein bisschen. Bis wir da was bekommen. Er hat ja 4 Ekstase-Techniken. What's up with these guys? Komm, einfach 2 neue. Okay, blitzgeschwind geht's in den Pöter. Bäm. Daneben, daneben. Und nochmal Blitz, dann ist der Gegner auch im Eimer. Oh, Ende Gelände. Nochmal! Ach. They are dead. Meine Herren, wie viele kommen denn da noch? Oh, das war ein Crit. Ja, dann ist das jetzt definitiv der letzte. Sonst hätten die sich nicht weiter nach vorne bewegt. Ich Ludo mit ihrem Kaktor, das sieht doch zu lustig aus. Erst Mori, jetzt ein Kaktor. Ich glaube, Cat Sif gibt es auch als Plüschtier. Kein Spiro-Level ab. The Aurochs are keeping the score tied with some excellent defense, folks.
on, but the referee doesn't call the foul. Waka's taking a real beating out there. Still in there. He won't last. Waka's always like that. Ouch. Let's go. Genau, hey ho, let's go. Aber ich speichere jetzt mal ab. Und wir sind ja jetzt auch am Pier 4, das ist ja der Vorteil daran. Deswegen war wahrscheinlich da auch ein Speichersbüroid. Mal gucken, was jetzt passiert. Ey, wow, 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 hier wird nicht abgelegt. Let's go. Wenn man das Schiff kenne ich doch irgendwo her. War das nicht das von Rico am Anfang? Oder sehen die alle von denen so aus? Naja. Oh, da kommt was Großes. Und zwar was verdammt Großes. Ja. Hey, we can use this genau. Kran. Come on, move. It's probably out of power. Wir brauchen Strom. Moment, dafür können wir doch sorgen. Hat sich schon berührt, bewegt. Aber auch nur etwas. Blind. Ah, jetzt ist der auch noch blind. Nochmal! Kran! Come on, move! It's probably out of also. Blitzball Rush. Okay, nochmal Blitz auf den Kran. Etwas, ich geb dir etwas. Dragonik! Um sich zu heilen. Und du haust da jetzt einfach mal drauf. Ich hätte Lulu mal mit Hast versehen sollen. Obwohl, das kann ich ja jetzt immer noch machen. Zack. Hat's geklappt? Scheint zu laufen. Yeah. So, jetzt können wir den Kran einsetzen. Jetzt wird diese Begegnung doch gleich schon ein bisschen anders ablaufen. Wenn wir dich mal ein bisschen hochheben, mein Kleiner. Weg damit, blub. Wow, 4000 schieß mich tot. Nicht schlecht. Die wollen mich jetzt verarschen, das sind ja nur noch 4 Life Points. Ach komm, das kann Lulu auch mit ihrem Kaktor machen. Und ich habe einen Boss besiegt mit einer Puppe, mit Kaktor. Das muss man auch erstmal kriegen. Oh, bist du im Arsch? Finde ich lustig. Ah, das Medium Yuna, die den Typen K.O. geschlagen hat. Aber erst wenn der Typ hochgefallen ist. Zu geil. Ach, leider kein Level Up. Schwarzmetallring. Ah, das ist für Yuna, das ist ganz gut. I hope you hurt them. A little. What is it?
There were these Albed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship. They even gave me food. I was kind of hoping that this was the same ship. But it's not. I wonder if they're all gone. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Cid on that ship? I don't know. They were all speaking that Albed language. I see. So who's Cid? He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Wait, so that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side, yes. Cid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Waka about Yuna's lineage. The thing about Waka, he never had much love for the Albed. Whoa! I gotta tell Waka! I thought I told you not to tell Waka. The game! Oh!